Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten. Um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. In diesem September beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. Rasmus, gestern bin ich aufmerksam gemacht worden auf die heilende Wirkung von Meerwasser. Immer wieder, wenn ich am Meer bin und mir das einfällt, dann verdünne ich Meerwasser mit gutem Quellwasser idealerweise. Und da rufe ich übrigens auch immer gerne auf, egal wohin wir kommen, nachzufragen, Innenorten, am besten die alten Menschen, die dort wohnen, wo ist die nächste Quelle, und dorthin zu gehen und dann auch nachzufüllen oder sich zu erkundigen oder auch zu schauen und zu schmecken, ob die dann auch wirklich gut ist. Aber Quellwasser zu trinken, Meerwasser mit Quellwasser. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass die Zusammensetzung des Meerwassers sehr, 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 sehr ähnlich ist unseren Körperwässern, und dass man auch, ich glaube, heißt der Quinton? Quinton? Ja, ja. Versuche gemacht hat, wo er einen Hund sogar, der im Sterben lag, ausbluten hat lassen und dann Meerwasser durch seinen Körper fließen hat lassen. Und dieser Hund hat noch weitere 5 Jahre gelebt, bis er dann von einem Auto angefahren wurde. Magst du darüber was erzählen? Weil das finde ich sehr, sehr faszinierend. Gerne. Ganz faszinierend. Also ich kenne diese Quinton-Sachen, habe auch das Buch darüber, und in der eigenen Familie, mein Onkel, der sehr hart, der hat eine Baufirma und hat selber körperlich sich sehr, sagen wir so, belastet, konnte sein Knie, ich habe ihn besucht jetzt vor 2 Jahren, in Spanien hat er seine Baufirma, konnte kaum mehr laufen, hat alles probiert. Und dann, jetzt wegen dem Meerwasser, der spritzt sich jetzt subkutan selber mit so einer Diabetiker-Spritze, mischt das Wasser, also mit das auf der Haut, macht das pur, trinken tut das verdünnt. Der hat seine Knieleiden 100% wegbekommen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen mit ihm telefoniert. Und ich kenne mehrere, die einfach dieses Meerwasser, in Spanien kannst du in der Apotheke sauberes Meerwasser kaufen. Und das ist natürlich jetzt nicht irgendein Wasser, das du in der Adria abfüllst, wo mehr Kokosöl drin ist, also künstliches, keine Ahnung, irgendwelche Sonnencreme, sondern wirklich ein gutes Meerwasser. Und also das Meerwasser ist ganz sicher, und diese Quinton, also ich kenne auch die Geschichten, dass in den Kriegen, wenn so im Lazarett, wenn die keine Konserven und nichts hatten, die haben den Leuten reines Meerwasser injiziert und haben die Menschen gerettet damit. Also das ist, ich sage jetzt nicht, macht sowas, weil ich bin weder Mediziner noch, aber diese Geschichten kenne ich, und das Meer soll sehr, sehr ähnlich sein, diese Blutserum auf bestimmte, aber bin ich nicht der Experte, aber ich kenne diese Quintons an, ich habe Quinton auch untersucht. Ich kann natürlich Wasser, nicht Meerwasser direkt einfrieren, weil das Salz natürlich den Gefrierprozess verhindert. Und es ist auch so, das Wasser ist ganz interessant, Wasser mag Schadstoffe nicht. Wenn ich das einfriere, dann friert das so wie eine Zipfelmütze nach oben ein, und die ganze Kontamination, die ganzen Verunreinigungen, die werden nach außen gedrückt. Das heißt, wenn ich ein sehr chemisch verunreinigtes Wasser habe, tue ich mir sehr, sehr schwer, ein Kristall zu machen. Das heißt, das verdichtet sich an der Spitze oben. Aber was ich dann mache, ist verdünnungsrein. Und das ist ganz interessant. Ach, das ist für mich einer der unglaublichsten Themen, die ich berühren durfte die letzten vielen Jahre, ist das Wasser und die Harmonielehre in der Musik einhergehen. Das heißt, wenn ich eine Saite habe hier, ja, die schwingt, ich höre jetzt den Ton C, und ich die genau halbiere, dann höre ich die Oktave, es schwingt doppelt so schnell. Und wenn ich es wieder halbiere, dann höre ich die nächste Oktave. Und die resonieren miteinander. Und das ist so, das kannst du am Klavier ganz einfach machen. Also alle, die das hören, probiert es mal, Resonanz zu verstehen. Geht es zu einem Klavier, also ein altmodisches Klavier, nicht ein E-Piano, macht es den Deckel auf, drückt es aufs Pedal, damit die Saiten frei schwingen können, und drückt es von mir als Hausnummer aufs C ganz fest. Und dann geht es ja mit dem Fingernagel über alle Saiten, dann werdet ihr sehen, das nächste C und das übernächste C und das überübernächste C rattert wie magisch an eurem Fingernagel. Das heißt, ihr habt angefangen mitzuschwingen, wie zwei Stimmgabeln. Das heißt, nicht nur dieselbe Stimmgabel schwingt, sondern auch die Oktave schwingt ganz stark mit. Das heißt, die Information bleibt erhalten. Und jetzt ist das Interessante, das kannst du mit den Obertönen und den Untertönen machen.
Und ich sage immer, wenn ich jetzt den Buchstaben A schreibe, hier einfach so oder so, einfach mal hier zweimal den Buchstaben A schreibe, liest du mehr A, weil der Buchstabe größer ist? Nee, das ist dieselbe Information. Ja. Und so kannst du das mit Schwingung auch machen. Und jetzt gab es hier einen unglaublichen Mann, der hieß Hahnemann, der hat sozusagen der Vater der Homöopathie, der hat vor 200 Jahren angefangen, zum Beispiel die Belladonna zu verdünnen. Ich war gerade im Wald gestern, wir haben die Belladonna gefunden, wunderschönen Strauch, also schöne, wunderschöne. Schöne blaue Beeren, nicht schlucken bitte, aber einfach schön. Und ich weiß jetzt gar nicht auf Deutsch, wie die heißt. Egal, Belladonna, glaube ich. Und wie auch immer. Jetzt kannst du die einfach nicht schlucken. Aber jetzt hat er angefangen zu verdünnen. Und der Hahnemann hat nicht irgendwie verdünnt, sondern der hat verstanden, Musik, Schwingung, Mathematik, alles kommt irgendwie zusammen. Das heißt, er hat 1 zu 1 oder 1 zu 100 oder 1 zu 1000, 1 zu was ich was, D-Potenz, C-Potenz, das heißt, er hat Oktaven gemacht. Und jetzt gibt es in der Homöopathie eine Potenz, da sagt man, das ist die stärkste, das ist die LM-Potenz. Ich bin kein Homöopath. Und ich habe mit sehr vielen Homöopathen gearbeitet und da sind viele zu mir gekommen und haben gesagt, untersuch mal mein homöopathisches Mittel. Und von manchen homöopathischen Mitteln habe ich die schönsten Kristalle bekommen. Ich kann dir mal kurz eins zeigen, wenn ich darf. Homöopathie ist, ich habe eine Substanz, ich verdünne diese in der Regel so lang, bis ich sie nicht mehr nachweisen kann, bis sie über die Avogadro'sche Zahl ist. Das heißt, ich kann die molekulare Struktur nicht mehr finden. Ja? Und dann würde ja jeder sagen, Homöopathie ist ja der größte Betrug schlechthin. Ich nehme eine Substanz, verdünne die, bis die nicht mehr da ist und verlange Geld dafür. Und eigentlich kann ich sagen, es ist ja Betrug. Ist ja, finde ja nichts mehr von der Belladonna hier drin, chemisch. Jetzt ist das Interessante, dass der Hahnemann in Intervallen potenziert hat. Der hat Musik gemacht. Und jetzt muss man Musik verstehen. Warum sind manche homöopathische Mittel so wirksam und manche reinster Müll, nichts wert? Zumindest meines Erachtens, wenn ich die einfriere. Hier ist ein homöopathisches Mittel, habe ich untersucht, kriege die schönsten Kristalle. Und manche Untersuchungen, da komme ich nichts raus. Und jetzt, wenn wir wieder zurück zur Musik gehen, wenn ich dir jetzt eine Stradivari in die Hand drücke, ja, und die Noten von Mozart und sag, jetzt bitte verzauber mich. Dann kannst du vielleicht sagen, ich kann ja gar nicht spielen. Dann kann ich sagen, wieso, du hast doch die Zutaten. Da muss noch der Mensch ist dabei, der das macht. Und jetzt ist es so, wenn du Musiker bist, also ich habe viele Instrumente spielen dürfen, jetzt habe ich lange nicht, jetzt fange ich wieder an, diese schöne Ney zu spielen, das gefällt mir so wunderschön, dieses Bambusrohr, was die Sufis spielen. Also einfach, weil jeder Ton ist einzigartig. Dein Empfinden hörst du im Ton, es ist ein Traum. Egal. Und einfach so schön. Und jetzt ist es, das ist, wenn du es damit spielst, das heißt, ich gebe dir die Zutaten von dem Kuchenrezept oder von der Suppe deiner Großmutter, heißt es noch lange nicht, dass du so eine wunderbare Suppe machst, wie jetzt wie deine Großmutter. Das heißt, der Mensch kommt noch dazu. Und jetzt, wenn du Musiker bist, kannst du mit dem Kopf spielen, technisch ganz gut, oder du kannst mit deinem Herzen spielen. Also sind Welten. Manche Musiker sind einfach unglaubliche Heiler und manche nerven einfach nur, weil sie vielleicht dich beeindrucken wollen, dich unterhalten wollen, Unterhaltung. Andere sind, da gibt es Welten dazwischen natürlich. Und so stelle ich mir das auch mit der Homöopathie vor. Wenn du jetzt eine Verdünnung machst und du denkst jetzt von mir ist nur die Kohle, die du damit machen kannst, oder ich kann aus einer Belladonna-Frucht 10 Millionen, wie heißt das, Homöopathikus machen und ich habe nur noch Dollarzeichen in den Augen, dann bin ich ja total im Kopf. Aber wenn du das mit deiner ganzen Integrität, total im Jetzt bist, total präsent, mit deiner ganzen Achtsamkeit, dann bist du im Jetzt, gehst du in Resonanz mit der höheren Schwingung, die dich umgibt, dann kannst du Homöopathikus erzeugen, die einfach die Welt verändern. Das ist einfach, das ist, und das heißt, du musst natürlich Gesetzmäßigkeiten befolgen. Hahnemann, eine Oktave ist immer die Verdoppelung. Da fährt der Zug drüber. Du kannst nicht sagen, 1 zu 37,725, diese Verdünnung mache ich jetzt. Das ist kein harmonischer Akkord. Das passt einfach nicht. Du bekommst auch ein Kind nur mit einem Mann und nicht mit drei Männern. Also es gibt Naturgesetze, ganz einfach. Das ist halt einfach so. Ich habe ja eine Kinesiologie-Ausbildung gemacht, weil mich das so fasziniert, gemeinsam mit meinem Sohn, der war damals 17,5, der Moritz, wie er abgeschlossen hat. Und das war die wichtigste Erweiterung, nicht Ausbildung, sondern Bildung, die er bis jetzt erleben durfte und ich auch. Und wir haben eben ein Wochenende auch Homöopathie gelernt, wo wir wirklich auch gelernt haben, erstens, wenn du dich nur um einen Tropfen oder einmal verschüttelst oder ein Tropfen zu viel ist, weg und neu anfangen.
Und dann habe ich gelernt, dass es in Wien die wirklich guten Apotheken, die lassen auch nur ihre Mitarbeiter ans Homöopathisieren, wenn sie wirklich gut drauf sind. Wenn jetzt jemand depressiv ist oder schlecht geschlafen hat oder so, dann gehen die da nicht hinein, dann machen die das nicht, weil sie diese Verantwortung spüren. Und eine schöne Geschichte habe ich erlebt, und zwar am Ende unseres Homöopathie-Seminars hat die Susi Bichler, die das geleitet hat, uns Globuli mitgegeben und hat gesagt, wer Lust hat, da mitzumachen, ich sage euch nicht, was es ist, nehmt die Globuli, und wenn wir uns dann wiedersehen in einem halben Jahr, erzählt, was ihr gespürt habt, ob ihr irgendwelche Veränderungen wahrgenommen habt an eurem Körper. Und ich habe natürlich gesagt, ich mache mit bei solchen Sachen und nehme im Auto 3 Globuli. Und kurze Zeit später, mein Sohn und sein bester Freund haben irgendwie gesagt, was ist los, Mami? Aber sie kennen mich ja. Ich mache so, blub, blub. Ich glaube, ich bin ein Tintenfisch. Okay. Ja, halbes Jahr Okay. später haben wir wieder ein Seminar mit ihr und ich sage so, Susi, das ist das, wie es mir gegangen ist. Und sagt sie, ja, es war Sepia. Sepia. Ja, Okay. also es war Tintenfisch-Globuli. Okay. Ja, ich kenne es nicht, habe es So dann kann gehört. man das spüren, weil es ja viele Leute gibt, die sagen, Homöopathie ist ein Quatsch, aber ich wende Homöopathie an. Ich habe Homöopathie bei Pferden angewandt. Ich kenne Bauern, die das erfolgreich bei Kühen anwenden, bei Hunden, bei Katzen. Es Absolut. wirkt, ich liebe es. Es wirkt so gut offensichtlich, dass es in Österreich auf den Universitäten verboten wurde. Es wird nicht mehr Homöopathie unterrichtet. Und für mich ist das immer ein Zeichen. Also speziell in den letzten Jahren, wenn etwas verboten wird, wenn etwas in den Medien angegriffen wird, juhu, das schaue ich mir dann ganz genau an, weil dann kann ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass das extrem heilsam und wirksam ist. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Also auch, dass man nicht mehr in die Wälder gehen darf und selber Pflanzen sucht und seine, dann am liebsten würde man ja alles verbieten, dass wir nur noch aus der Apotheke, keine Ahnung, den Thymian holen, anstatt dass wir, ich weiß nicht, mal rausgehen und schauen, wie der ausschaut. Und wir Aber gehen raus und wir nehmen unser Leben jetzt eben in die eigene Hand. Das ist das genau. Spannende. Wenn ich, ja, ich weiß ja, dass du auch in die Wälder gehst Genau. und sie wahrnimmst als lebendige Wesen und die Gewässer Ganz auch als genau. lebendige. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich spüre, wenn ich bei Flüssen bin oder auch wenn ich beim Meer bin, am Meer bin, an Stränden oder in Seen. Ich habe dir das ja einmal erzählt, was ich mache, und das rate ich jedem mal auszuprobieren, da wirklich in Resonanz zu gehen mit eurem Körperwirkzeug Genau. und zu schauen, was macht dieser Bach mit mir, wenn ich da barfuß drinnen stehe, was macht das Meer mit mir, und dann meinen Körper mal ohne Denken einfach darauf reagieren lassen und schauen, be beginnt er mich zu bewegen, bringt er mich in die Ruhe, ich fange dann gerne an zu tanzen, weil mein Körper tanzt gern und bewegt sich gern. Wünscht es sich vielleicht, dass ich mit meiner Hand eine Wirbelbewegung mache und vielleicht sogar, dass die Lebendigkeit durch mich durchfließen zu lassen. Das ist eine Bewegung, die mein Körper automatisch irgendwann mal zum Machen begonnen hat, bevor ich überhaupt noch mich beschäftigt hatte mit Schauberger und Verwirbelung. Das waren also so Wirbelbewegungen. Absolut. Das macht jedes Kind. Wenn es draußen über die Wiese freudig rennt, denkt auch nicht an Schauberger. Die fängt an zu drehen und zu hüpfen und zu springen und die Energie ist unerschöpflich. Also das Ausdehnen ist und in den Regen einfach laufen. schauen. Ja, Oder genau. beim Duschen. Ja, genau. Kalt duschen ist ja auch etwas, was wir eben auf der Living Earth auch sehr promoten werden. Das ist etwas, was ich jeden Tag in der Früh mache. Und ich kommuniziere dann auch mit dem Wasser. Und ich lade es dann noch ein, und manchmal mache ich die Augen zu, wenn ich noch warm dusche, beim Kaltduschen auch. Aber das ist natürlich ein anderes, macht etwas anderes mit meinem Körper. Dann wirklich auch mich beim Wasser zu bedanken und das Wasser zu bitten, dass es die Informationen aus meinem Körper mitnimmt, die jetzt mir nicht im höchsten Wohle allen lebensdienlich sind. Und das funktioniert. Es Total. funktioniert, in einen Teich Ja. zu springen oder ins Meer zu springen, wenn ich schlecht drauf bin, also wenn mich irgendetwas klein macht, und das Wasser zu bitten, bitte nimm diese Informationen mit und dann energetisiere mich. Ich werde das jetzt natürlich auch anders sehen dürfen durch das Gespräch mit dir, was da passiert. Aber gespürt habe ich es immer schon.
dass mein Absolut. Körperwasser in Resonanz geht mit dem Wasser. Ja, und darum, wenn wir hatten im Gespräch heute, was, wenn es einem schlecht geht, was tun? Wirklich sich mit was Schönem umgeben, Wasser natürlich, gutes Wasser natürlich, es geht in die Natur raus. Also wenn man nicht total sagen wir so, am letzten Atemzug ist, wirklich was Schönes machen. Also lieber den Rolls-Royce verkaufen und sagen, ich suche jetzt Heilorte auf. Es gibt auf der ganzen Welt Heilorte. Oft steht halt eine Riesenkirche drauf. Aber zum Beispiel habe ich in Chartres, kennst du vielleicht in Frankreich diesen Ort, da gibt es diese schöne große Blume drin, dieses Labyrinth. Und da hat ein Freund von mir, der hat einfach in Chartres aus der Stadt ein Leitungswasser genommen, hat es abgefüllt, hat es draufgestellt aufs Labyrinth und ich habe unglaublich schöne Kristalle bekommen. Und also das wird ein Kraftort gewesen sein. Und ich meine, das gibt es in jeder Kultur, es gibt es überall. Und ja, sich einfach mit dem umgeben, weil das ganz einfach. Ja. Und wenn ihr Kraftorte gefunden habt oder Kraftorte wisst, stellt sie auch auf die Living Earth und stellt Genau. Quellen drauf. Also wir haben drei besondere Orte, die man auch finden kann und eingeben kann, wo man ein eigenes Profil dafür machen kann. Das sind Quellen, das sind Kraftorte und das sind Bäume, wo man pflücken kann, weil ja so viel an reinem, kraftvollen, ungespritzten Obst einfach auf den Boden fällt, weil das keiner sammelt, sondern wir gehen in den Supermarkt und kaufen dort gespritztes Obst, statt die wie heilige Orte zu teilen und zu ehren, die Bäume, die auf gesunden Böden wachsen noch, neben Genau. allem, was da sonst noch runterfällt, aber die das auch filtern können. Wunderschön, wunderschön. Ja, und zur Homöopathie noch vielleicht ganz kurz zurück. Also bei mir war halt so, das durfte ich da drüber stolpern. Ich habe damals, da kam einer aus der Schweiz zu mir, der hat gesagt, er hat so einen 10 Jahre fermentierten Bambusessig aus Japan. Das ist so eine Firma, der hat das verkauft. Da gab es diese Bambuspflaster, da kennst du vielleicht, heute gibt es schon ganz viele Varianten. Und das ist ein Heilmittel in Japan seit hunderten Jahren und ich habe das Kristalle und konnte keine Kristalle machen, weil es viel zu stark organische Substanz drin hatte. Und dann habe ich angefangen, Verdünnungsreihen zu machen. Und das Interessante, genau bei 1 zu 50.000, bei der LM-Potenz, wenn man so möchte, kamen die ganzen Kristalle raus. Und wenn ich jetzt Untersuchungen mache von Fruchtwasser zum Beispiel, was ja sehr viele Substanzen drinnen hat, oder wenn ich jetzt ein Bier oder ein Wein oder ganz egal, was ich untersuche, ich habe ja schon eigentlich ziemlich alles, was ich in die Finger gekriegt habe, untersuchen dürfen, dann mache ich immer eine Quintessenz draus. Das heißt, warum heißt es auf Deutsch eine Quintessenz einer Sache? Das ist ein interessantes Wort. Da muss man sich fragen, warum heißt es Quintessenz? Quint ist ein Intervall, wissen wir von der Musik. Und es könnte ja Oktavessenz heißen oder Terzessenz oder Quartessenz. Nein, es das heißt Quintessenz. Jetzt ist das Interessante. Wir Menschlein sind 2 Drittel Wasser. Und wie viele Finger haben wir? Wir haben 5 Fingerlein. Ja? Und jetzt ist das Interessante. Das heilige Symbol der Frau in fast allen Kulturen war das Pentagramm. Das Christentum hat das dann im Mittelalter zum Drudenfuß umgewandelt, also hat das heiligste Symbol umgewandelt. Heute ist in Amerika das Verteidigungsministerium ein Pentagon. Ist auch ganz komisch, warum gerade ein heiliges Symbol dann missbraucht wurde für das Kriegszentrum. Das Pentagramm hat einen Winkel von 108 Grad, ganz interessant. Also der Winkel, das ist vielleicht auch es gibt das Wort Angel und es gibt auf Englisch das Wort Angle, das ist der Winkel. Und jetzt kannst du sagen, ja, spinnt er wieder ganz, ja, okay. Aber für mich hat alles irgendwo kommen die Sachen her. Wenn ich einen Angle habe von 90 Grad, ja, dann habe ich einen Winkel. Wenn ich jetzt diesen Angle, die letzten zwei Buchstaben tausche, das EL zu einem LE, dann hast du einen Angel. Sprechen wir vom Elektron. Ja, das ist auch noch ein Mysterium, das Elektron. Ist es Materie? Verhält sich wie Materie? Ist es jetzt eine Schwingung? Ist es nur eine Spannung? Jetzt ist das Interessante, El, was sozusagen, habe ich irgendwo mal recherchiert, war der älteste Gott, den die Menschen in Babylon an die Wand gekratzt haben. Das war der Gott des Wirbels. Aber der Engel verbindest du dich nach oben, die Zunge geht oben an den Gaumen. Das heißt, dieses El ist, hast auch den Wirbel da drin in dem El. Und jetzt ist das Interessante, zumindest stelle ich mir das so vor, wenn zwei Wasserströme in einem bestimmten Winkel aufeinander kommen, dann kommt artesisch eine Heilquelle hoch. Ich kann das nicht beweisen, aber ich stelle mir das mal so vor. Und wir durften mit einem ganz tollen Forscher in Ägypten, Dr. Ibrahim Karim, haben wir Instrumente genommen, haben davor einfach zwei Holzbretter genommen, einfach den Winkel verändert und die Qualität des Tones hat sich komplett verändert. Das heißt, es ist ganz interessant, was in der Physik einen bestimmten Winkel vielleicht nur ist.
ist qualitativ eine Engelsqualität, was wir so empfinden. Ich will jetzt nicht die Engel, ich will jetzt nicht alle Esoteriker diskreditieren und sagen, Engel sind Winkel, aber es ist eine Parallele da. Und du siehst auch, wenn du so Chartres oder die Notre Dame oder die ganzen besonderen Gebäude, das sind alles Proportionen. Das heißt, man weiß, dass eine alte gotische Kirche, das sind alles Intervalle. Das heißt, der Architekt wusste früher, damit das harmonisch für uns ist, musste er bestimmte Proportionen einhalten. Sonst würden wir sagen, die Kirche stimmt nicht, wie sie ausschaut. Und, oder wenn wir die Akropolis anschauen, das sind alles ganz besondere Proportionen. Und, also das, und jetzt zu Quint. Der Hahnemann, man sagt, viele Homöopathen sagen, die stärkste Potenz ist die LM-Potenz, 1 zu 5. Warum ist es 1 zu 5 oder 1 zu 50.000? Das sind ja nur Nullen da hinten, ist egal. Und nicht 1 zu 3. Aber wie bekomme ich die Quint? Eine Quint bekomme ich, wenn ich eine Gitarrenseite nehme, Geigenseite, ganz egal. Wenn ich sie halbiere, höre ich die Oktave. Wenn ich sie jetzt aber drittle, 1, 2, 3 Drittel. Wenn ich 2 Drittel schwingen lasse, höre ich zum Grundton die Quint. Also wenn das das C wäre, wenn ich sie halbieren würde, würde ich die Oktave hören. Wenn ich sie aber in drei Teile teile und zwei Drittel schwingen lasse, dann höre ich die Quint. Wenn zwei Menschen, Männlein und Weiblein, Spaß haben miteinander oder Freude sich treffen, was machen sie im Quintessenz ihres Lebens? Ein Baby. Wenn zwei Menschen harmonisch miteinander schwingen, es muss ja kein Baby sein, es kann ein schönes Projekt sein, dann schwingen sie in der Quint. Die dritte Komponente, wir sind ja Materie jetzt, dann können wir es nicht ganz reduzieren, also wir sind ja auch in der dritten Dimension hier im Raum. Das heißt, wenn ich eine Gitarrenseite, das ist Materie, dann muss ich sie teilen durch drei und zwei Teile schwingen, dann höre ich die Quint. Wenn zwei Menschlein miteinander schwingen harmonisch, dann schwingen sie in der Quint. Das ist interessant. Wenn ich jetzt aber Wasser verdünne, Wasser ist mehr Schwingung als Materie, da verdünne ich es nicht 1 zu 3, sondern 1 zu 5, weil Wasser reagiert auf Töne, C, D, E, F, G. Dann bin ich schon in der fünften Dimension, ich bin in der Klangdimension, in der Schwingungsdimension. Das ist ganz interessant. Das heißt, die Stärke, wenn ich jetzt ein Fruchtwasser bekomme von einer schwangeren Frau, dann mache ich keine C-Potenz oder D-Potenz, ich mache sofort eine Q-Potenz, eine LM-Potenz, eine Q-Potenz. Das heißt, ich verdünne es 1 zu 5, 1 zu 50.000 und die ganzen Kristalle kommen raus. Das ist so mein Verständnis. Warum sagen wir Quintessenz einer Sache? Die Quint ist die Musik, wo wir Menschlein, die gefällt uns am besten. Der Yogi in Indien hat die Sita in der Quint gestimmt. Der Shakuhachi-Spieler in Japan, der spielt hauptsächlich die Quint. Mozart endet meistens mit einem schönen Quintakkord. Und wenn du das Leid der afrikanischen Bevölkerung in Nordamerika, die Sklaven, die haben den Blues entwickelt. Ich habe jahrelang Klavier gespielt. Wenn du Blues spielst, das Wichtigste ist, die Quint aufzulösen. Das nennt man die Blue Note. Also wenn du Klavier spielst, dreht sich der ganze Blues um einen Ton. Wenn du C-Pentatonik spielst, dreht sich das um das Fis, weil das Fis zum G die Quint auflöst. Das heißt, das ganze Leid der Schwarzen ist die sich ersehnende, öffnende Quint. Also das ist der ganze Reiz im Blues, ist diese Quint zu öffnen. Also wenn du Blues Pentatonik durch dieses Fis, das dreht sich nur um dieses Fis. Das ist so interessant mit diesen ganzen Tönen. Und ja, das heißt, diese Quintessenz, das ist was ganz für mich ganz Essentielles. Ich habe meine Firma Aqua Quinta genannt, nicht für irgendwie. Der Name, der kam nicht von mir, sondern eine ganz liebe Freundin hat gesagt, du redest immer von der Quint und vom Wasser. Wieso nennst du es nicht Aqua Quinta? Und also diese Quint ist was ganz Besonderes. Aber das heißt, wenn zwei Komponenten miteinander harmonieren, schwingen sie in der Dimension der Quint. Das kannst du auf der Seite demonstrieren. Und so mache ich die Wasserkristalle. Wenn du mir jetzt einen Rotwein schickst, dann sage ich, okay, du musst mir einen Liter schicken. Brauche ich einen Tropfen, mache ich die Verdünnung und den Rest trinke ich. Aber wie heißt das, wenn er gut ist? Aber wie heißt das? Ich mache sofort eine Quint daraus. Und dann kommt die Schwingung. Und das mache ich mit Fruchtwässern, was auch immer. Und das ist spannend. Das durfte ich lernen, bin ich drüber gestolpert, weil ich keine Kristalle machen konnte. Dann habe ich Verdünnungsreihen gemacht und plötzlich habe ich gesehen, 1 zu 5, 1 zu 50.000. Da trifft sich die Materie und die Schwingung in einer qualitativen Dimension. Und überhaupt zur Musik von Qualität und Schwingung ist was ganz Wichtiges für mich ist, da können wir auch noch kurz drauf eingehen. Das heißt, je kleiner eine Schwingung ist, desto wichtiger wird die Schwingung auf die formgebenden Prozesse. Was bedeutet das? Wenn du jetzt eine Geige nimmst und du spielst jetzt und du kaufst dir eine Plastikgeige für $20 oder kaufst du die Stradivari für 1 Million, dann spielt die ja dieselbe Frequenz, die du stellst. Du machst von mir aus 200 oder 432 Hertz, natürliche Tonart, und du spielst das mit der Plastikgeige oder mit der Stradivari.
Das Frequenzgerät wird dieselbe Schwingung messen. Ich würde sagen, das sind 432 Hertz, Hausnummer. Aber das Wichtige sind die kleineren Schwingungen, das heißt die Obertöne. Und je kleiner diese Schwingungen sind in einer harmonischen Proportion, desto wichtiger sind sie für das Resultat. Das heißt, ich sehe jetzt dich vor mir und sage, keine Ahnung, du bist 60 Kilo schwer, 1,65 Meter groß, ich habe keine Ahnung, vielleicht bist du 1,80 Meter, egal, irgendeine Proportion und sage, das bist jetzt du. Das wird dich aber nicht annähernd beschreiben. Das sind ein paar Parameter, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, keine Ahnung. Aber du wirst sagen, hey, ich bin doch viel mehr als jetzt nur, keine Ahnung, 90 Kilo schwer, 1,86 Meter groß und keine Ahnung. Da ist ja viel, viel mehr dahinter. Und dasselbe ist mit dem Ton. Das heißt, die Obertöne sind das Wichtige. Je kleiner die mathematische Ordnung ist. Und diese kleinste Schwingung machst du mit deiner Integrität. Wenn du jetzt ein homöopathisches Mittel machst und nicht total in der Präsenz bist, verdirbst du die ganze Suppe. Das hier ist vom Alexander Lauterwasser. Wunderschön. Also ich durfte den kennenlernen, zusammen mit Emoto, genau am selben Tag. Wunderbar. Und der zeigt hier, das ist ein kleiner Wasserbehälter. Da ist ein Wassertropfen drauf und das ist eine Lichtquelle, darum leuchtet das so schön gelb. Und der gibt jetzt eine Frequenz mit einem Frequenzgenerator, 30,142 Hertz drauf. Und wenn ich jetzt das abspiele, dann siehst du, da ändert sich die Form. Man nennt das eine stehende Welle. Es gibt natürlich keine stehende Welle, aber die wird am Rand reflektiert und kommt wieder zur Mitte zurück. Dadurch kriegt man diese Form. Jetzt ist das Interessante. Wenn er jetzt 30,2462 Hertz dran spielt, kriegt er diese Form. Okay? Wenn er das aber wiederholt, kriegt er eine andere Form. Und wenn er das wieder wiederholt, kriegt er wieder eine andere Form. Warum? Obwohl er bis auf 4 Dezimalstellen genau dieselbe Frequenz dran spielt. Warum? Weil dem Wasser, das Wasser reagiert auf die kleinste Schwingung. Das heißt, das Gerät ist relativ ungenau. Es kann nur 4 Kommastellen unter einem Hertz, also 0, und dann noch bis 4 Kommastellen genau die Schwingung applizieren. Aber es gibt eben noch viel mehr. Deine Schwingung, der Raum, die Sterne, alles Mögliche. Und Wasser hat die Eigenschaft, auf diese feinste Schwingung zu reagieren. Das heißt, in dem Moment, wo die Schneeflocke vom Himmel fällt, erlebt sie eine einzigartige Schwingung. Und die Schneeflocke, die daneben runterfällt, hat eine ähnliche Schwingung erfahren, aber nicht dieselbe. Und darum sind sie nicht gleich. Das heißt, wir werden nie zwei gleiche Kinder schaffen. Das ist das Schöne an der Lebendigkeit. Das Wasser macht es möglich, weil es auf die kleinste Schwingung reagiert. Wenn wir diese kymatischen Sachen mit dem Sand, kennst du das? Du hast eine Platte und du hast Sand drauf und dann kommen die Formen. Das kannst du wiederholen. Dann bekommst du dieselben Schwingungen, weil Sand ja milliardenmal träger ist wie ein Wassermolekül. Das Sand, jetzt spielst du 400 Hertz und kriegst du diese Form. Ist schön. Aber das Leben entsteht ja nicht im Sand. Das Leben entsteht im Wasser. Das heißt, das Wasser kann auf die kleinste Schwingung reagieren. Das heißt, das Wasser ist wie eine Art Lügendetektor. Es sucht die Harmonie, also die Lüge jetzt nicht so banalisiert, aber es sucht die Qualität. Und Wasser kann auf diese kleinste Schwingung eben reagieren und sucht die höhere Ordnung. Und das ist, darum bekomme ich nicht zwei Schneeflocken, die gleich sind. Darum können manche Leute besonders gut Kristalle machen und manche sind besonders untalentiert. Untalentiert sind die, die total, das sind nicht schlechte Menschen, will jetzt nicht irgendwie, das sind die Menschen, die im Kopf sind, die in ihrem Willen sind. Das heißt ja, dein Wille geschieht. Das ist das Interessante. Es ist die sie sich dem hingeben, die nicht zugeben, die hinhören, die nicht zuhören. Das ist ganz interessant, diese Wortspiele. Und ich musste das selber auch lernen. Das war für mich ganz interessant, diese ganze Arbeit. In dem Moment, wo ich was machen will, geht es gar nicht. In dem Moment, wo ich es einfach mache, funktioniert es. Also bei mir war es so, ich habe immer im Auto in Japan gearbeitet, habe dann alle Parameter aufgeschrieben, die Kinetik und den Luftdruck und halt alles, so die Verhältnisse und die Temperatur, jetzt genau, wenn es einfriert, die Zeit, den pH-Wert, alles Mögliche habe ich versucht zu eruieren. Bin dann nach Europa, habe das Labor für Emoto aufgemacht und es hat nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich es wollte. Und ich war am Verzweifeln, habe mir gedacht, Emoto, also wirklich, ich mache es nicht. Und ich habe eigentlich schon den Entschluss gefasst, ich mache es nicht mehr. Und am nächsten Tag hat es funktioniert. Das war wirklich so eine richtige, schöne Ohrfeige, wo ich gesehen habe, dass es sind so viele Parameter da drin. Und ich habe nur ein paar wie Luftdruck, das Zeitverhältnis von dem Kühlprozess und so weiter. Aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und das ist das Schöne, also wirklich, dass ich finde, alle sollten so eine Arbeit machen, Dunkelfeld mit Speichel oder so. Ich habe einen schönen Versuch gemacht hier in einem Museum hier in Vorarlberg. Das war ganz lustig. Da haben sie mich gefragt, da habe ich dann drei Mikroskope aufgestellt und da durften die Kinder ihren Speichel auftropfen.
Und dann sieht man diese Dunkelfeldbilder. Und das war ganz lustig. Die Lehrer standen dahinter mit verschränkten Armen und gedacht, ach, das ist mehr esoterischer Quatsch als sonst irgendwas. Das Witzige war, nach 2 Stunden saßen die ganzen Lehrer an den und wollten es auch probieren. Und das ist ja auch legitim, weil wir sollen ja neugierig sein wie die Kinder. Es gibt ja diese kymatischen Bilder. Das heißt, da gab es ja den Hans Jenny zum Beispiel in der Schweiz, der hat dann Sand auf ein Instrument gestreut und hat dann gesehen, dass Sand so anfängt zu springen und es macht diese Form. Das heißt, Schwingung macht Form. Und also das Wort Information ist ja eigentlich nichts anderes als Schwingung in Form gebracht. Und jetzt ist aber das Interessante, dass Wasser viel, viel, viel feiner auf Schwingung reagiert als zum Beispiel Sand. Und wenn ich jetzt, da habe ich ein schönes Beispiel, das ist nicht von mir, das ist vom Alexander Lauterwasser. Nur finde ich das sehr schön zum Beschreiben oder zum Zeigen. Warum bekomme ich nicht zwei Kristalle, Wasserkristalle, die gleich sind? Warum gibt es nicht zwei Menschen, die gleich sind? Warum gibt es nicht zwei Blätter auf dem Baum, die gleich sind? Und wie gesagt, alles Leben entsteht ja im Wasser. Und jetzt ist halt, das Wasser hat die Eigenschaft, auf alles zu reagieren. Man kann sich vorstellen, das ist wie ein Orchester, das sozusagen dieses Wasser so umgibt. Und Wasser sucht sich natürlich die höhere Ordnung, weil das ist einfach ein Naturgesetz. Aber nichtsdestotrotz reagiert es einfach auf alles. Das heißt, wenn das Wassertropfen vom Himmel fällt, der eine schaut halt nachher so aus und der da genau daneben runterfällt, hat dann vielleicht leicht eine andere Schwingung erfahren und darum ist der Wasserkristall nicht gleich. Und dieses Experiment zeigt das schön, weil das ist ein Wasserbehälter, da ist ein Licht, das drauf leuchtet. Hier werden 30, was auch immer Hertz beschallt. Das Wasser geht in Schwingung. Und wenn ich jetzt diese Schwingung hier nehme, 30,2462 Hertz, bekomme ich hier eine Form. Aber wenn ich das wiederhole, dann sehe ich, schaut die Form anders aus. Und wenn ich das nochmal wiederhole, schaut es wieder anders aus. Das heißt, das Wasser reagiert jetzt nicht nur auf diese Schwingung, sondern es reagiert wahrscheinlich noch auf viel, viel weitere Schwingungen. Nicht nur die eine, die ich appliziere. Und zudem ist das Gerät ja ungenau. Es kann ja nur 4 Kommastellen genau eine Schwingung applizieren. Das heißt, für mich ist das Wassermolekül reagiert auf alle Schwingungen im Umfeld. Und dadurch entsteht nie derselbe Wasserkristall oder nie derselbe Mensch, dasselbe Blatt. Und das ist wie bei einer Saite. Hier habe ich zum Beispiel ein Beispiel, eine Gitarre, also zwei Geigen. Das eine ist ein Stradivari, das andere ist eine Plastik- oder eine Billiggeige. Und die würden sozusagen per se dieselbe Schwingung spielen, wie sie halt stimme, 432 Hertz. Aber die Obertöne, das heißt, die kleineren Wellen werden, je kleiner die werden, desto wichtiger werden sie. Und ich erkläre es einmal so, wir sitzen in der Badewanne, machen eine Welle. Dann sehen wir die Welle, aber auf dieser Welle sehen wir viele kleine Wellen. Und je kleiner diese Wellen werden in harmonischer Proportion zum Ursprung, das ist zumindest meine Erklärung, desto größer ist die Qualität, die sich sozusagen im Wasser dann ausdrückt. Und wenn wir jetzt das Wasser hier versuchen zu verändern, dann verändere ich das, der Laptop, alles verändert das Wasser. Aber ich glaube, als Mensch, in dem Moment, wo du es siehst, und ich glaube, das ist vor allem das menschliche Herz eben ganz stark mit diesem starken elektromagnetischen Feld und vor allem mit dieser Qualität, kannst du eben das Wasser verändern. Aber du kannst es nicht mit deinem Geist und mit deinem, da kannst du auf dem Mount Kailash sitzen und Om Shanti Shanti rezitieren, bis du grün und blau bist. Vielleicht hast du schöne Erfahrungen oder schöne Erlebnisse, aber ein kleines Kind kann das genauso gut. Das heißt, es ist keine Zeitdomain. Du brauchst nicht irgendwas lernen, weil du hast es ja schon in dir. Und jeder hat es in sich. Und das ist so, würde ich sagen, sind so ein bisschen die Erkenntnisse, die ich jetzt weil ich hatte einen, die ich mit dem Motus Arbeit machen durfte, weil ich hatte einen, der saß wirklich vom Lourdes-Wasser und hat eine Woche davor meditiert. Die Kerzen sind alle abgebrannt, eine nach der anderen hat meditiert und dann hat er einen Wasserkristall gemacht. Dann hat er gedacht, er macht jetzt den schönsten Wasserkristall. Und es kam gar keine Wasserkristalle heraus. Also, und dann sagt er, kann das Lourdes-Wasser nichts dafür. Er hat geglaubt, dass mit der Zeit, mit seiner Intention, mit dieser Spannung, mit dieser Wertung, dass er das Wasser verbessert. Hätte das einfach gesegnet. Wasser macht in der Sekunde Milliarden von Verbindungen. Das heißt, es reagiert sofort, es braucht gar keine Zeit. Ich habe Untersuchungen gemacht mit Mozart, habe es dann 1 Minute, erstmal ja, 1 Minute, dann 2, dann 5, dann 10, dann 1 Stunde, dann einen Tag und dann eine ganze Woche. Ich glaube, das ist schon so lange her. Und ich konnte keine großen Unterschiede feststellen. Und wenn wir wieder zur Bibel zurückgehen, heißt es ja auch interessante Worte: Ein Wort und meine Seele ist gesund. Ganz interessanter Satz. Und was ist ein Wort? Das ist eine Schwingung. Und es das heißt nicht 10.000 Wörter oder schlag mich mit dem dicken, staubigen Buch. Das heißt, die Qualität ist außerhalb der Zeit. Du kannst 10 Jahre auf der Uni studieren, aber vielleicht hast du einmal diese Epiphanie, einmal diese unglaubliche, wo du sagst, da habe ich 10.000 Mal mehr gelernt als in diesen 5.000 Büchern, die ich auswendig runterrattern kann. Und das ist so, ja, das mit dem Wasser, das ist eben das Interessante, dass diese Zeit, Materie braucht Zeit. Natürlich braucht ein Schamane eine Zeit in den Tanz, weil die Wolke braucht Zeit, bis sich zu formen. Oder wenn du gesund werden willst, brauchst du auch Zeit manchmal, weil die Organe müssen sich halt regenerieren.
Aber die Schönheit, die in einem selber drinnen steckt, die, glaube ich, muss man einfach erwecken. Also das ist so, und dann dauert das vielleicht eine Woche, 2 Wochen, Monat, was auch immer nachher das Wunder sein mag. Genau. Ich spüre jetzt gerade also den Unterschied, den es ausmacht, wenn ich dir jetzt begegne und dich vielleicht von vornherein segne in einer Begegnung, als wenn ich auf dich zukomme und sage, ich will jetzt was von dir. Ich habe jetzt eine Intention, sondern wenn wir beginnen, uns mal so zu begegnen, das mal auszuprobieren, auch jemanden, den ich vielleicht, wo ein Konflikt da ist, dass ich von vornherein sage mal einfach, ich trete jetzt mal raus aus meinem Verstand und aus den alten Geschichten, die ja auch in der Zeit sind, sondern ich erlaube mir jetzt mal die Schönheit, mein reines Sein auszudrücken und als Segen dich mit einem Segen dich wahrzunehmen. Wow. Ja, weil das Sehen ist Segnen. Aber du siehst ihn nicht, wenn deine Kondition, also ich kann nur von mir sprechen, wenn die Konditionierung alles, ich habe hier eine Nachbarin, jedes Mal, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, schimpft sie. Das ist einfach, das ist so voller Zorn. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann resoniert das super mit mir. Dann denke ich mir, halt doch den Mund. Stehst du? Aber das ist wirklich so. Und dann, wie wir im Außen reagieren, so sind wir ja innen. Und aber ich glaube, wenn man das, wie du so schön sagst, das ist Danken, diesen Segen, das haben wir alle in uns drin. Und dann bewirkt man sicher Wunder auch beim Gegenüber. Also ganz, ganz, Vielleicht ja. sollten wir damit anfangen, dass wir um den Segen beten, bitten, uns auch zu segnen. Also einerseits uns zu segnen und um den Segen und um die Gnade zu bitten, damit das, was in uns quasi das reine Sein, wir haben ja unser Gespräch mit der Liebe auch begonnen und ich bin ja schon mit Awake 1 herumgereist und habe die ganzen Wissenschaftler und Gurus gefragt, wer sind wir wirklich? Und es waren viele Antworten, wir sind reine Liebe, wir sind reines Bewusstsein. Wobei diese Art von Bewusstsein als reine Liebe ist, das hat aber nichts mit unserem Verstand zu tun, das ist Bewusstsein. Dass wir da anfangen, das in uns wieder groß zu machen, damit wir dann auch im Außen, damit wir auch die Nachbarin der Nachbarin dann irgendwann mal, wenn das so stark ist, sie vielleicht die Gnade erfährt, dass sie deine Liebesresonanz in sich spüren kann. Ganz Und klar. wo ich jetzt gerne hinleiten würde, weil es vielleicht auch einige Schwangere gibt oder Paare, die vorhaben, schwanger zu werden. Wir kommen ja aus dem Wasser. Wir floaten ja am Anfang unseres Seins in Fruchtwasser oder relativ schnell bildet sich dieses Fruchtwasser. Welchen Einfluss haben jetzt unsere Gedanken, unsere Gefühle, die Umgebung, jede Musik, die wir hören, jeder Film, den wir hören, jeder Ultraschall, den ein Embryo mitbekommt oder ein Baby mitbekommt im Bauch, welchen Einfluss hat das auf das Fruchtwasser einerseits und auf der anderen Seite auf diese Frucht, die in diesem Wasser heranreift und vielleicht auch auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit? Ja, also ich habe, nachdem ich so viel Wässer untersucht habe, nach einigen Jahren, kam mir irgendwann der Gedanke, natürlich Heilwässer, heilige Wässer, heilend, heilen. Wenn es ein Heilwasser per se geben muss, muss es ja das Fruchtwasser sein. Das war einfach mein Gedanke. Ich habe einfach gedacht, ich möchte das untersuchen. Das hat mir plötzlich unter den Fingern gejuckt. Und wie das Leben so spielt, am nächsten Tag ruft eine Hebamme an und sagt, hast du schon mal Fruchtwasser untersucht? Dann habe ich gesagt, nee, noch nicht, aber wie heißt es, es wird Zeit. Und dann, das ganz eine tolle Frau, die heißt Kirsten oder Christen, Kirsten Proppe aus der Schweiz, eine ganz tolle Hebamme, die auch so Hausgeburten macht und hat ja wirklich eine ganz tolle Frau. Und sie hat zu mir gesagt, ja, dann wird es Zeit, dass wir das untersuchen. Und dann hat die mir Fruchtwasser gebracht. Und ja, das ging dann weiter. Dann bin ich ins Landeskrankenhaus Feldkirchen in Vorarlberg zum, weiß nicht, wie der Oberarzt da hieß, Schwarz, Schwärzler, irgend so, keine Ahnung. Und da habe ich ihm erzählt von meiner Idee und dann fand er das auch interessant. Und dann hat er gesagt, okay, er gibt mir das Fruchtwasser, kann es nicht bei der Geburt sammeln. Das ist das kann er den Frauen nicht antun. Aber da findet sich keiner, weil bei mir war es so, bei meiner Ex-Frau, ich wollte immer das Fruchtwasser sammeln und beim zweiten Kind hat sie mir gesagt, ich wollte schon mit meiner Proben da entnehmen und dann hat sie gesagt, schau, das verschwindet, wir wollen jetzt das Kind entbinden. Und beim dritten Kind habe ich aber dann die Proben nehmen können, da war ich vorbereitet. Und auf jeden Fall,
Ja, und dann habe ich von Amniozentese, also wenn Frauen diese Punktierung machen, über 35 in Österreich macht man ja oft diese Fruchtwasserprobe, ein bisschen eine ziemlich brutale Sache. Ich will jetzt da nicht schlecht oder gut. Man macht das halt natürlich, um zu sehen, ob das Kind gesund ist, macht man eine Fruchtwasserprobe. Auf jeden Fall habe ich dann mehrere Fruchtwässer bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Und meine Untersuchung war, ich wollte schauen, wie viel Ultraschall brauche ich, bis das Fruchtwasser kaputt ist. Also jetzt nicht, dass ich irgendwelche Frauen quälen wollte, obwohl meine Ex vielleicht das anders, nein, das ist ein Scherz, aber ich wollte, wie heißt das, ich wollte es einfach testen und ich habe natürlich nicht die Frauen beschallt, sondern ich habe einfach ein Vial gehabt, ein kleines Probefläschchen und habe einen Ultraschallkopf hingehalten und habe geschaut, habe erst eine Untersuchung gemacht und habe geschaut, wie schaut das aus und dann habe ich es dran gehalten, habe geschaut, nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, wie auch immer, wie stark verändert sich das. Und da kann ich mal ein paar Bilder zeigen. Das Interessante ist, alle Frauen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sagen, beim Ultraschall versucht das Kind abzuhauen. Es ist immer so ein Gefühl, das Kind will weg. Viele Frauen sagen auch, sie fühlen sich nicht so wohl. Jetzt muss man verstehen, der Ultraschall ist natürlich ein unglaublich tolles Werkzeug. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir diese Technologie haben. Ich will da nichts diskreditieren. Ich bin auch froh, dass wir ein Handy haben. Nun muss man natürlich schauen, was wir damit machen. Ich schlafe nicht damit, da können wir vielleicht auch noch nach einer Episode drüber sprechen, weil es eine gepulste Sinuswelle ist und das natürlich uns schadet. Den Ultraschall, wenn man ein Kind beschallt, das hören wir nicht. Der Ultraschall ist ja ein Schall, aber es ist oberhalb unserem Hörbereich. Wir hören ca. bis 20.000 Hertz. Und der Ultraschall ist meistens im Megahertz-Bereich, so bei Millionen, 2, 3 Millionen Hertz. Aber auch schon 60, 70.000 Hertz ist Ultraschall, das hören wir nicht. Die Fledermaus hört es, der Hund hört einiges, aber die Fledermaus bis 200 oder mehr, 100.000 Hertz hört ihr das. Wir alle zu Hause haben einen Rauchmelder. Und ein Rauchmelder ist so eine klassische Sinuswelle. Macht so bieb, grauenhaft. Wenn jetzt der Rauchmelder hier oben bei mir im Haus anfängt zu pfeifen, dann werde ich nicht hier drinnen sitzen und sagen, oh, der ist wunderschön, den höre ich mir zu Ende an. Ich werde natürlich sofort gehe ich in den Sympathikus, sofort der Stress pur. Ich muss schauen, wo ist das Problem, lösen. Das ist der Sinn vom Rauchmelder. Nicht ein wunderschönes Windspiel, da würde ich sagen, wow, das ist schön, das höre ich mir zu Ende an. Also der Rauchmelder hatte seinen Sinn. Wenn ich jetzt den Rauchmelder, diese Sinuswelle, in den Ultraschall hochoktaviere, dann habe ich eigentlich den Klang, der das Baby feinstofflich spürt. Das heißt, der Rauchmelder klingt wie der Ultraschall. Das ist auch eine Sinuswelle. Jetzt brauche ich natürlich so eine Sinuswelle, um eine genaue Messung zu machen. Da kann ich nicht mit irgendeiner ständig sich ändernden Gitarrenseite drüber fahren. Das heißt, das ist ein genaues Messgerät. Ein Zentimeter-Messgerät muss immer gleich sein. Ein Zentimeter-Maßstab kann nicht so variieren, sonst kann ich nicht sagen, du bist 1,50 Meter, 1,70 Meter groß. Das heißt, der Ultraschall ist wie so eine Sinuswelle, immer wiederholen, aber die Gleichmäßigkeit ist für unseren Körper ein unglaublicher Stress. Das ist wie in der Natur. Wenn du. Also vielleicht machen wir mal ein Interview über die Herzratenvariabilität. Du kennst dich ja aus damit. Das heißt, je variabler unser Herz, desto lebendiger. Je gleichmäßiger eine Musik ist wie eine Techno-Musik, desto mehr macht die uns kaputt. Wir brauchen eine variable Musik. Wenn du in den Wald gehst und alle Bäume sind gleich groß und eine Monokultur Fichten, ist das eigentlich ein toter Wald. Da braucht ein Sturm und alles fällt um. Wir wollen nicht diese Gleichmäßigkeit. Wir wollen Variabilität. Das ist total wichtig. Ein Künstler ist variabel. Der Kommunismus hat alles grau und gleich gemacht. Das heißt, wenn der Geist sich natürlich eingezwängt wird, dann kann nichts entstehen. Das heißt, diese Variabilität ist das Leben. Und wenn du jetzt einen Ultraschall applizierst, das ist natürlich eine immer sich wiederholende gleichmäßige Schwingung, das wird gemessen. Und das Kind kann es zwar vielleicht mit den Ohren nicht wahrnehmen, aber mit seinem ganzen Wesen, und die Frau merkt das natürlich auch. Und darum hat dieser gepulste Schwingung hat natürlich, kann man sagen, eine Stresswirkung für uns, weil wir wollen ja variabel sein. Und da wollte ich eben wissen, wie viel Ultraschall brauche ich? Im Internet gibt es ganz viele Bilder, wo sich die Kinder so wirklich die Ohren zuhalten. Gibt es ganz viel. Aber trotzdem sage ich, ist der Ultraschall ja nicht per se böse. Er ist natürlich eine Belastung. Und jetzt sollst du natürlich als schwangere Frau nicht dreimal in der Woche zum Ultraschall gehen, weil das macht ja keinen Sinn. Oder? Es macht ja Sinn natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte schauen, wie das Kind liegt, bevor du die Geburt hast und so. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn man jetzt glaubt, man muss die Natur kontrollieren und man muss da ständig zum Ultraschall, dann ist es natürlich eine Belastung. Und da wollte ich dann eben schauen, wie viel Ultraschall brauche ich, bis ich dieses Fruchtwasser verändere. Und das ist jetzt so ein Fruchtwasser, einfach ohne Ultraschall. Kann man hier so sehen, einfach, das ist einfach ein Beispiel. Und dasselbe ist jetzt einfach, das genau dasselbe Fruchtwasser habe ich dann beschallt und dann hat sich angefangen, die Struktur zu verändern. Das ist zum Beispiel jetzt mit Ultraschall, muss man schauen.
Und das war ohne Ultraschall. Also man hat dann sehen, plötzlich die Auskristallisierung hat sich geändert. Und, oder die Ränder haben sich geändert. Das ist ohne Ultraschall und mit sind oft die Ränder kaputt gegangen oder haben sich verändert. Jetzt war es aber so, dass nicht, also meine, das Ganze, was ich hier erzähle, kann man sagen, ist total in den Kinderschuhen, weil eigentlich sollte ich damit 20 Jahre arbeiten mit 500 Fruchtwässern, dass ich wirklich, ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, weil das ist halt so, statistisch wird das ja nicht ausreichen, wenn ich jetzt da 20 Frauen untersucht habe, da sollte ich 100 Frauen untersuchen und das vielleicht noch prüfen lassen, Doppelblindverfahren und so weiter. Aber wie auch immer, das war mein starker Eindruck. Das Interessante war für mich das, dass manche Fruchtwässer haben sich sehr schnell verändert und manche nicht. Und jetzt war für mich eben das Interessante, dass dann habe ich gefragt eben die Hebamme oder diesen Arzt bei den Frauen, was waren das für Frauen? Und das Interessante war, die sehr ängstlich waren von ihrem Charakter so nervös, ängstlich, da hat sich das Fruchtwasser viel schneller verändert als jemand, der total in ihrer Mitte war. Und ich meine, ich kann das jetzt nur so wiedergeben. Ich meine, man müsste das wirklich Ich würde, wäre toll, wenn man da viel mehr Studien machen kann. Aber was für mich das Interessante war, wir haben fort von der kleinsten Schwingung hat die größte Einfluss auf die formgebenden Prozesse. Das heißt, wenn du Angst hast, deine Angst ist eine viel kleinere, subtilere Schwingung als der Ultraschall. Der Gedanke ist die kleinste Form der Materie, die sich verbindet, die sich hier oben mit unseren Synapsen irgendwie verbindet. Das heißt, in dem Moment, wo du Angst hast, gehst du erstens ins saure Milieu, du wirst sauer, du verlierst Elektronen, du verlierst Energie und gleichzeitig gehst du aus der Schöpferkraft raus. Du wirst, stell dir vor, ich sage zu dir, mal jetzt ein wunderschönes Bild, aber neben dir steht einer mit, keine Ahnung, bedroht dich. Ich glaube nicht, dass du deine größte kreative Phase in deinem Leben hast in dem Moment. Ja, wenn es geht ums nackte Überleben. Also Angst, da kannst du nicht groß in den Schöpfer gehen. Und jetzt ist es halt so, dass diese Frauen, die eben so, was man sehr ängstlich waren, da hat der Ultraschall eine viel größere Wirkung drauf gehabt. Und so sehe ich das auch mit dem Mobiltelefon. Ich sage, natürlich brauchst du nicht das mit dem Mobiltelefon da drauf jetzt schlafen und das ist ein totaler Stress, haut dich voll in den Sympathikus. Wenn du jetzt nach 3 Stunden Interview jetzt hier noch so 3 Stunden telefonierst, das haut dir alles zusammen. Wenn du ausgeschlafen bist, total in der Mitte bist, jetzt vielleicht auch keine große Angst davor hast, macht das viel, viel weniger. Trotzdem brauchst du es nicht ans Ohr halten. Habe ich im Vortrag letztes Mal, wo wir uns getroffen erzählt, telefoniert immer so, nie so. Das ist viel, 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 viel geringere. Magst du Aber das vielleicht heißt, nochmal, ja? ja, das ist einfach nur so, was ich halt sagen will, dieser Begriff Angst essen Seele auf. Das ist wirklich das, wenn ich ständig Angst habe, ich werde krank oder jetzt diese ganze Panik mache die letzten 3 Jahre. Das macht so viel kaputt. Und das ganz Witzige war, wo ich das erste Mal in Afrika war, das war so mit 19, bin ich quer durch Afrika gereist. Da habe ich mit Impfung noch nicht viel am Hut gehabt und ich habe gedacht, oh, Impfung, das ist das Allerbeste. Impf mich gegen alles, was es so gibt. Dann Malaria, Prophylaxe geschluckt und Gelbfieber. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fühle ich mich sicher. Ich bin jetzt voll geimpft und bin durch Afrika, Uganda, Kenia gereist, zu Fuß, auch im Regenwald, ganz toll, gar nichts gewesen. Dann habe ich mich über viele Jahre so über das Ganze beschäftigt, mit Impfen hin und her. Und dann war ich ja später in Costa Rica, habe da gearbeitet, im Regenwald, habe da meine Proben genommen. Und da habe ich nur homöopathisch das Ganze gemacht. Also ich habe homöopathisch, Globuli, habe die ganzen. Und ich fühlte mich auch sicher. Und da ist ja Dengue, also dieses Dengue-Fieber und so weiter. Mein Klopf auf Holz, es ist wirklich nichts passiert, es ist wirklich ganz toll. Aber es ist so auch diese eigene Haltung. Wenn du mir jetzt heute so eine Impfung, so eine, keine Ahnung, die Malaria-Prophylaxe reinschmeißt, dann würde ich sagen, ey, behalte die, ich nehme CDL oder ich schütze mich selber oder keine Ahnung, nehme noch ein extra Moskitonetz mit. Und da gibt es viele verschiedene Sachen, aber ich schlucke sicher nicht mehr dieses Mittel. Aber wenn jetzt du natürlich von der Einstellung, also Angst essen Seele auf, wenn du jetzt eine Impfung bekommst und denkst, oh, die wird mich kaputt machen. Also so wird es mir heute gehen, weil ich dem ganzen System ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Dann wird mich das sicher, mir wird das sicher 10-mal mehr schaden als einem, der sagt, die sind alle, ich vertraue dem 100%. Das heißt, diese Feine, wenn ich in meinem Ultraschallkopf zu dir komme und du bist hochschwanger und du sagst, oh, der macht mein Kind kaputt, dann ist diese Angst, dann amplifizierst du das. Das ist einfach so, und das können wir Menschen, das heißt, wir können wirklich, glaube ich, Sachen sehr gut ausgleichen. Das ist so wie der Schierlingsbecher. Also ich will ja nicht, dass man den jetzt trinken muss, aber du kannst wirklich mit deiner Einstellung sehr, sehr, sehr viel verändern, im Guten wie im Negativen. Und das ist auch das mit dem Wasser. Segne ein Wasser. Ich meine, schau die Inder an, die trinken Wasser aus dem Ganges. Für die, denen ist das der heiligste Fluss. Ich jetzt mit meinem Chemie-Hintergrund. Du schaffst es nicht, meinen Glauben zu rütteln. Ich würde es nicht trinken. Tut mir leid. Ich kenne jetzt den Motor rauf und runter, aber ich weiß auch, was da drinnen schwimmt. Ich würde wahrscheinlich nicht so sehr
einen heiligen Fluss denken, ich will mehr daran denken, was sie jetzt alles da reingeschmissen haben. Und damit resoniere ich dann wahrscheinlich auch stärker. Also ist das auch nichts für mich. Muss ich es ja auch nicht trinken, oder? Ich bin ja auch kein Inder. Passt ja auch. Aber so, das meine ich so mit der Verstärkung. Und das ist mit der Schwingung, auch mit dem WLAN und mit diesen ganzen Sachen. Das ist eine gleichmäßig gepulste Schwingung, die ist unnatürlich, die haut uns in den Sympathikus, das ist ein Stress. Wir sind sowieso schon eine sympathikotone Leistungsgesellschaft, wo ständig Stress ist dann. Und wenn wir immer mehr gepulste Schwingung haben, stell dir vor, du hörst dauernd Technomusik. Die Technomusik, stell dir vor, du hast jetzt einen Nachbar, der hört dauernd Technomusik. Das würde dich ja verrückt machen. Also du würdest einfach, du würdest alles, du würdest gehen. Du musst dich anpassen, dich ausschalten oder verlassen. Du kannst nicht sagen, mir ist das wurscht. Weil Kohärenz heißt, eine Schwingung reagiert auf eine andere Schwingung. Und im Endeffekt kann man sagen, ist das Technomusik. Weil das immer eine gepulste gleiche Schwingung ist. Und wenn wir jetzt natürlich immer mehr haben, und jetzt hat natürlich die Wellenlänge auch noch ein, weil manche Wellenlängen natürlich viel stärker das Wassermolekül beeinflussen als andere. Also das ist ja auch mit dieser ganzen 5G-Thematik ein ganz heißes Thema. Also die 5G-Thematik ist wahrscheinlich das größte Experiment, was man jetzt an den Menschen durchführt. Das ist einfach, es ist unglaublich spannend, es ist toll, was es kann. Wir können hier miteinander kommunizieren und bald sehe ich dich wahrscheinlich dreidimensional, habe keine Ahnung, was es alles bald gibt, aber die Frage ist, brauchen wir alles im. Wir brauchen ja auch kein Ultraschallgerät zu Hause, dass wir, wenn jetzt die Partnerin schwanger ist, dass ich sie jeden Abend dreimal checke. Ist ja nicht, brauchen wir nicht. Und vor Oder allem, du also weißt ja, früher abgesehen gab davon freue ich mich sehr, wenn wir uns physisch sehen auch mal. Und wir es. können auch ohne 5G konnten wir bis jetzt ganz gut kommunizieren. Also die Technik ist wundervoll und wichtig. Aber ich denke mir, es gibt wahrscheinlich sogar Frequenzen, die nicht schädlich wären für den menschlichen Körper. Soweit ich das mitbekommen habe in meiner kleinen Recherche zum Thema 5G, liegt 5G einfach zu nah an den organeigenen Frequenzen. Und was vielleicht vielen auch nicht bewusst ist, dass wir ja elektromagnetische Wesen sind und wir pulsen in Wellen und nicht in gleichen Takten. Das heißt, dass auch die Frequenzen oder die Impulsfrequenz heißt das, glaube ich, diese technischen Geräte versucht unser Körperwasser, unsere Organfrequenzen irgendwie in einen anderen, wieder natürlichen Zustand zu bringen und dass das auch eine große Gefahr ist. Aber da weißt du mehr darüber Ja, aber als das ich. 5G ist ja auch ein ganz. Ich bin jetzt kein großer Experte. Ich habe jetzt viel mit 5G experimentiert, habe verschiedene Materialien, Magnetit. Ich sage zu allen, schaut, dass ihr Magnetit auf euer Handy tut. Der Magnetit hat diese Form hier. Und der Magnetit ist ein Mineral mit dem höchsten natürlichen Magnetismus auf der Welt. Ja, das ist so ein Mineral, das es eben gibt. Und der Magnetit, der hat diese Form. Und wenn ich diese Form hier sehe, 60 Grad ist der Winkel. Wir haben vorhin von Angel und Engel gesprochen. Ganz interessant. Und jetzt ist das Interessante, gehen wir mal ganz kurz ein bisschen weiter zurück. Wenn ich einen Kreis habe, der Kreis hat 360 Grad. Und ich nehme jetzt einfach die Annahme, 360 Grad wäre 360 Hertz. Einfach ein, ist zwar eine Frechheit, das ist ja wurscht. Ich sage, dieser Winkel ist dasselbe wie eine Schwingung. Okay? Das heißt, so würde 360 Hertz klingen. Und wenn ich jetzt das Hexagon nehmen. Das Hexagon hat 120 Grad. Ja? 6 mal 120 sind 720. 720 würde so klingen. Und jetzt ist das Interessante, der Kreis zum Hexagon ist genau die Oktave. Das heißt, der Kreis schwingt, wenn ich so sagen würde, das wäre ein Herz, 360 Mal. Das Doppelte von 360 sind 720. Das heißt, du hörst genau die Oktave, okay? Und jetzt, wenn ich einen Wasserkristall mache, dann sehe ich oft diese Nadelspitze und diese Nadelspitze verwandelt sich wie von magischer Hand plötzlich in ein Hexagon. Siehst du, es geht in eine andere Dimension über, eine andere Oktave, wenn du so willst. Aber die Information ist dieselbe. Das ist eine Oktave höher einfach. Und jetzt ist das Interessante, auch bei den Wasserkristallen siehst du oft einen Kreis und ein Hexagon. Gut. Hexagon, die Sechs, die Materie, so wie im Davidstern, das ist einfach für mich das Zeichen, das ist einfach ein Symbol der Materie. Gut, dann wenn wir jetzt kurz noch weiter ausweichen, hier haben wir das Pentagramm, habe ich vorhin gesagt, ist das heilige Symbol der Frau, die Frau, die das Leben in sich materialisiert. Das kann die Frau, der Mann kann es halt nicht. Und das ist eigentlich ein weibliches Symbol. Und 108 Grad mal 5 sind 540, wird so klingen.
Und jetzt ist das Interessante, dass das heißt, das Verhältnis von Kreis, aber auch Rechteck, weil Quadrat, weil beides sind ja 360 Grad, zum Pentagramm ist genau die Quint. Ich multipliziere das mit 3, dividiere durch 2, dann habe ich die Quint. Das heißt, das ist genau der Intervall der Quint, C, D, E, F, G, C, G. Total interessant. Das ist natürlich in der Materie, weil das sind ja Formen. Darum muss ich es mal 3 dividiert durch 2. Wenn es Schwingung wäre rein, wenn der Kreis jetzt eine Schwingung wäre, dann müsste ich es mit 1 zu 5, weil dann wäre ich in der Homöopathie. Also das ist eine andere Dimension wieder. Aber jetzt zum Pentagramm, zum Magnetit. Darum sage ich zu allen, ich habe jetzt hier mein Haus, hier im Hintergrund siehst du, das habe ich alles angebaut. Ich habe hier alles aus Lehm, dahinter ist Hanf, dazwischen sind Holzbalken und im Lehm habe ich Magnetit, Schungit, Agnihotra Asche und Goldstaub. Das heißt, für mich ist die Creme de la Creme. Ich habe nicht irgendwelche grauenhaften Betondinger und keine Ahnung noch Steinwolle und mit dem ich früher, ich hab sehr viele Häuser gebaut in meiner Jugend. Mein Vater hat ein Haus gekauft, wir haben das zusammen renoviert. Mein Onkel hat eine Baufirma. Also Hausbauen ist mein Hobby. Ich liebe es zu bauen. Das ist einfach. Aber jetzt mit Lehm, das habe ich erst neu kennengelernt, jetzt vor 3, 4 Jahren. Ich mache nur noch Lehm. Das ist so schön. Wenn du hier zu meiner, die Ecken, ich habe keine Ecken, ich habe überall ist alles rund, ich will keine Ecken haben, überall ist eine Runde. Das ist halt so meine Welt. Aber auf jeden Fall habe ich Magnetit drin. Und der Magnetit ist ganz interessant, der Magnetit, der schaut so aus, da hast du einen Winkel 60 Grad, da hast du ein Dreieck, 3 mal 60 sind 180, du hast 8 solche Flächen, 8 mal 180 sind 1440. 1440 würde so klingen. Und jetzt ist das Interessante. Der Kreis ist 360, 2 Oktaven höher, eine sind 720, die nächste sind 1440. Das heißt, der ist genau 2 Oktaven oberhalb vom Kreis. Und das Interessante ist, also man sollte eigentlich, ich nehme nicht die Strahlung weg, ich kann trotzdem telefonieren, aber ich glaube, zumindest sehe ich es an den Wasserkristallen, das haben wir eben hier gemacht, das ist Handystrahlung ohne Magnetit und das ist jetzt eben von dieser Firma iLike, aber man könnte es ja auch selber machen, aber die machen das halt mit anderen Materialien noch, die teste ich jetzt schon seit vielen Jahren, muss sagen, das ist wirklich eine unglaublich gute Firma und ich kriege so gute Kristalle. Meine Kinder haben das natürlich alle drauf. Aber das ist halt das Interessante, dass wir müssen, glaube ich, schauen, wie wir wir können die Strahlung nicht alle wegbekommen und wir sind einfach einer Wahnsinnsstrahlung ausgesetzt. Und jetzt mache ich Untersuchungen, wie man die Kleider mit Hanf oder mit Magnetit und wie man versucht, dass wir uns ein bisschen damit umgeben, was gut für uns ist. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Forschung, weil wie gesagt, ich finde 5G total faszinierend, aber ich habe jetzt einen Airfryer in der Küche, weißt du, wo du so frittieren kannst mit heißer Luft, was ganz Neues, super fancy. Und jetzt finde ich heraus, das kann ich mit dem Handy bedienen. Muss das wirklich sein? Brauche ich jetzt Elektrogeräte, wo ich jetzt hier, während ich mit dir sitze, auf Play drücken kann und meine Kartoffeln werden da airgefried, frittiert? Man muss ja nicht übertreiben mit dieser ganzen. Also das macht ja gerade. Brauche ich jetzt einen Kühlschrank, der jetzt einen Chip auf der Milchpackung liest und sagt, die Milch ist zu alt? Also das ist ja, wo wir jetzt hinsteuern. Ich bin früher sehr viel Orientierung gelaufen und habe immer Landkarten verwendet zum Navigieren. Und jetzt allein durch die Verwendung von Google Maps oder anderen Navigationsgeräten, ich habe so meine innere Fähigkeit zur Orientierung abgegeben an einen Technikkonzern. Und das hole ich mir aber jetzt wieder, weil ich will mich orientieren können. Ich möchte wissen, wenn ich durch ein Land fahre, wo ich jetzt gerade bin und nicht verschwunden sein in einem digitalen Gerät mit meiner Aufmerksamkeit, sondern ich möchte es wieder in mein Leben zurückholen auf allen Ebenen. Und ich möchte auch selber spüren können, was braucht mein Körper gerade und mir nicht von meinem Kühlschrank, was auch immer Tool mir sagen lassen, hey, das ist ausgegangen, das ist ausgegangen, kauf das, kauf das, kauf das. Also wir haben so Ja, viel von uns abgegeben ganz klar. und es Du machst, gilt, das der jetzt wieder nächste Kühlschrank wird zurückzuholen. einen Bildschirm haben und da kommt eine Werbung von Milchmarke XY, die noch dreimal länger hält. Und also das ist natürlich, weil das Lustige ist mit dem X-Ray, wie heißt auf Deutsch diese, nur auf Deutsch X-Ray, Röntgenstrahlen. also Röntgenstrahlung, genau, danke.
Das gab es ja bis in den 70er Jahren in Amerika, in New York. In den 70er Jahren wurden die letzten Röntgengestrahlgeräte in den Schuhgeschäften verboten, weil das waren 30 Jahre, gab es überall, über 30 Jahre gab es diese, die Schuhgeschäfte hatten ein Röntgengerät, da hast du einen Fuß reingetan, der Oh. Schuh war schon dran. Und dann konnten die dich röntgen und konnten sehen, ob du genau in den Schuh reinpasst. Ist natürlich super praktisch. Aber ich meine, du bist ja ein Mensch, du kannst ja sagen, der Schuh passt mir, der passt mir nicht. Und irgendwann hat man festgestellt, dass das belastet die Kunden ohne Ende. Also ich brauche das nicht. Und man muss ja die Technik vielleicht auch ein bisschen mit Respekt und vor allem ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich brauche kein Röntgengerät zu Hause, um zu sehen, ob mein Handschuh passt. Wir haben ja alles in dieses supersensorische Gerät eingebaut oder diesen wundervollen Körper, den wir hier benutzen dürfen. Der kann ja alles. Wir haben nur sehr, sehr viel von unserem Potenzial nicht aktiviert, weil wir schon von der Geburt an entbunden werden von unseren Fähigkeiten. Und darum geht es uns ja jetzt, dass wir uns das wieder zurückholen und dass wir auch in einen Wald gehen können und Kräuter, Pflanzen in die Hand nehmen können und durch unser Supersensorium, das wir wieder fein getuned haben, spüren, brauche ich das jetzt gerade, tut mir das jetzt gerade gut, ist dieses Wasser jetzt gerade gut für mich, ist es wichtig, dass ich an der Rinde rieche oder an dem Boden länger rieche, weil da dann wahrscheinlich Mikroben drinnen sind, die ich wahrnehmen kann auf einer Ebene, die nichts mit meinem Bewusstsein zu tun hat und weiß, aha, wenn ich mich jetzt irgendwie komisch fühle, dann rieche ich 10 Minuten an dem Humus, an dem Gesunden und kriege das ganze Mikrobiom durch die Nase, durch die Haut, in meinen Körper, in meinen Darm, wo es wieder das Immunsystem stärken kann. Und wir alle verfügen über diese Fähigkeit, wenn wir eben aus diesen alten Kreisläufen, in die wir jetzt hineingewachsen sind, uns wieder dieses System aus uns heraus bekommen und wieder uns rekalibrieren mit der Natur, die wir sind. Auf jeden Fall. Wasser reagiert ganz stark aufs Licht. Ich kriege schöne Kristalle mit Licht. Und was ganz interessant ist, vielleicht für einfach hier noch zum Abschluss, was mich ganz stark bewegt hat, ich habe eine ganz tolle Frau kennenlernen dürfen, die heißt Rumjana Zenkova, hier der Name. Das ist eine Bulgarin, die in Moskau ihren Doktor gemacht hat. Jetzt ist sie schon an knapp die 70, geht jetzt in Pension, aber die hat, also für mich ist die Nobelpreis verdächtig, weil die fantastisch, was die macht. Und was hat die gemacht? Die schickt Licht ins Wasser hinein. Das ist nichts Neues, das kennen wir mit der UV-Behandlung und so weiter. Jetzt ist aber das, und wir wissen, Licht reagiert, Wasser reagiert ganz interessant auf Licht. Weil wir haben hier Licht, wir haben das Ultraviolettlicht, wir haben das sichtbare Licht, der Visible hier, dieser Teil hier, und wir haben das Infrarot, das nahe Infrarotlicht, also überhaupt das ganze Infrarotlicht. Und jetzt ist das Interessante, dass das Wasser, und Ultraviolettlicht, das UV-Licht, das schluckt das Wasser. Das gibt es nicht wieder her. Das sichtbare Licht, das siehst du hier an dieser Kurve, in dieser gelben. Das ist noch ganz vereinfacht dargestellt. Das sichtbare Licht will das Wasser gar nicht haben. Das sagt, das kannst du wieder haben. Das heißt, darum sehen wir, wenn wir vor einem Gebirgssee stehen, sehen wir schön, wie zum Beispiel die Berge oder der Wald sich darin spiegelt. Das heißt, das sichtbare Licht wird wieder zurückgeworfen. Das UV-Licht, diese kurzen Wellen, die werden vom Wasser geschluckt. Darum verwenden wir das UV-Licht, um die Mikroorganismen zum Beispiel zu kaputt zu machen. Jetzt ist das Interessante, dass das nahe Infrarotlicht, das verhält sich, das ist jetzt genauer dargestellt, das ist jetzt hier einfacher dargestellt, das nahe Infrarotlicht, das hier ist das Silberne, das nahe Infrarotlicht wird zum Teil reflektiert und zum Teil adsorbiert. Also zum Teil wird es geschluckt und zum Teil wird es reflektiert. Und jetzt ist das Interessante, es verhält sich wie in der Musik, wie in den Obertonreihen der Musik, Oktav, Quint, Oktav, Quart und so weiter. Das heißt, für mich war das so spannend zu sehen, dass das Licht und die Musik, weil die Musik ist ja eine physikalische Welle. Das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Es sind zwei verschiedene Wellen. Oder wenn ich jetzt mit dir spreche, ist das hier so eine Physik, die wird zwar jetzt hier umgewandelt in den Computer, dann wieder eine elektromagnetische und nachher kommt es bei den Lautsprechern wieder in eine physikalische Welle raus. Aber das Interessante ist, dass das Licht sich wie in der Musik verhält. Das heißt, in der Musik und im Licht gibt es scheinbar beides Harmonie. Das ist das Spannende. Und ich habe hier im Hintergrund eine Lampe, vielleicht sieht man die pinke da gerade, das machen die anderen zwei Lampen auch. Da kann ich
draufdrücken. Und jetzt wird alles, was ich spreche, alle meine Frequenzen werden ins Licht umgewandelt. Das heißt, basierend auf 432 Hertz, wenn ich das C spiele, leuchtet sie grün. Wenn ich das A sage oder vom Tonhöhe beim A bin, dann leuchtet sie gelb-orange. Und jetzt kann ich einen Krug Wasser da draufstellen. Und ich energetisiere, wenn ich so will, über das Licht mit meiner Stimme das Wasser. Wow. Und das fasziniert mich ohne Ende. Das ist einfach so spannend, weil das heißt, ich rechne das hoch. Wir haben das ja heute kurz besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Bilder da habe. Wir haben heute die Oktavierung, habe ich ein bisschen besprochen. Und das heißt, der Therapeut oder die Mutter, die mit dem Kind spricht, kann dieses Licht an den Tisch stellen und die trinken das Wasser. Und so wie du mit dem Kind sprichst, das trinkst du ja auch. Und ich habe von einer wunderbaren Schamanin in Burkina Faso, die Somme heißt sie, Sobonfu Somme, das ist die Frau gewesen von Malidoma Somme, der ist leider verstorben, also Schamane auch aus Burkina Faso. Die hat mir erzählt, wenn die Elders, also wenn die ganzen Stammeshäuptlinge zusammensaßen, weil immer eine Frau, eine Ältere und ein Mann, die haben sich immer so abgewechselt, also es musste immer in Harmonie sein. Und in der Mitte haben sie eine große Wasserschüssel. Und dann sprechen die miteinander. Und am Schluss trinken sie dieses Wasser. Und wenn man ein bisschen, und ich habe auch schon dieses Verständnis von Emoto, kannst sagen, Wasser reagiert auf Schwingung. Und wenn ich dich jetzt 2 Stunden lang anlüge und dich nur betrüge und die Korruption ständig herrscht, und ich dieses Verständnis habe, dass ich das nachher trinke, dann überlege ich mir ja zweimal, wie ich mit dir spreche. Das ist ja das Interessante. Und das ist ja dieses Segnen, dass ich bin du. Wenn, so wie du in den Wald reinschreist, so kommt es wieder zurück. Und das kann man so schön am Wasser erkennen. Das ist so ein schöner Lehrmeister. Und darum sage ich, eigentlich sollte jede Schule ein Wasserlabor haben, dass die Kinder das lernen. Dass sie das sehen, dass ihre Konditionierung eigentlich der größte Hindernis ist. Und ihr Glaube, in dem Moment, wo sie präsent sind und in der Freude sind, in der Neugier sind, im Spielen sind, im Lachen sind, kommen die ganzen Kristalle raus. Einfach super, super, super schön. Und ja, und dass die Kinder vielleicht sogar besser sind wie der Lehrer. Also wer ist hier der Lehrer? Also dass dieses Verhältnis wieder so, dass es ein gemeinsames, da gibt es ein japanisches Sprichwort, der Lehrer und der Schüler zusammen entwickeln sie die Lehre. Also es ist wunderschön. Und nicht, wie du sagst, unterrichten oder sonst oder Ausbildung oder all diese Wörter, wenn man sie mal zerlegt, wie das war, das heißt. Und ja, darum finde ich, also diese ganzen Wasserthematiken, das sollten die Schulen aufgreifen und lernen, weil Wasser so was Wichtiges ist. Also wenn du über das Wasser eigentlich, wenn du das Wasser kennenlernst, lernst du eigentlich dich selber kennen. Das ist ganz interessant. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist so, weil du bist ja selber Wasser. Das ist ja. Und ich glaube auch, dass wenn du schöne Musik hörst oder einem schönen Bild ausgesetzt bist oder einen schönen Menschen triffst, eigentlich ist es das Wasser in dir, was das liebt. Du gibst dann deinen Senf dazu und sagst, oh, das ist Mozart oder keine Ahnung, irgendein hübsches Stück. Aber es ist, eigentlich ist es dein ganzes Wesen, was danach strebt, weil du suchst diese höhere Ordnung, du machst schöne Bilder, suchst schöne Leute. Das ist einfach, und das ist aber rein wissenschaftlich, das ist nicht esoterik. Aber wenn wir natürlich nur Quatsch machen, wir müssen halt einfach merken, dass das, was ich dem anderen antue, tue ich mir halt selber an. Das ist das mit dem Wasser, das ganz, ja, das ist das. Und vor allem, dass es auch nicht über die Zeit geht. Das heißt nicht, diese ganze, weil für mich ist die größte Korruption der Esoterik, ist die Zeit. Das ist die Zeit. Du gehst zum Oberguru, der ist genauso abhängig von dir wie du von ihm, weil wenn du nicht zu ihm gehst, dann wer ist er schon? Und du musst 200 Mal sein Om Shanti Shanti oder I am pure soul wiederholen, bis du platzt, damit du vielleicht auch irgendwann so wirst wie er. Aber es heißt, ihr werdet wie die Kinder. Das heißt, wir verwechseln Materie. Materie braucht Zeit. Du brauchst Zeit, bis du ein Bodybuilder bist und 200 Kilo stemmen kannst. Aber dass du das Wasser veränderst, dass du lachst, dass du was siehst, dass du in die Gegenwart braucht keine Zeit. Und du brauchst keine Zeit, um in die Gegenwart zu kommen. Wie lange willst du meditieren, um in die Gegenwart zu kommen? Die Leute sitzen da, beweihräuchern sie sich. Ich denke, darum bin ich sehr, sehr kritisch mit diesen ganzen egoterischen Zentren. Da geht man hin, um besser zu werden. Sei ein guter Mensch oder lass es einfach. Wenn die Kartoffel heiß ist, lass sie fallen. Da musst nicht anfangen, dazu zu meditieren, damit wann lasse ich sie los. Dasselbe ist auch mit dem Glücklichwerden. Die Menschen glauben, sie müssen das und das und das und das machen, um glücklich zu werden. Das ist einfach ein gutes Geschäft. Man muss es einfach verstehen, dass das Ego, das Ich,
dieses Leid, wie die Buddhisten das schön sagen, über diese Illusion des Ichs kommen. Und also das ist so, dieser Zeitfaktor ist, finde ich, dieses Missverständnis von Materie und Qualität von Schwingung. Das eine braucht Zeit, aber das andere nicht. Und das ist so, ja, ich habe das bei vielen Vorträgen erzählt. Ich habe von einem der buddhistischen Oberhäupter, der hat das Wasser dafür gebetet und ich habe keinen Kristall bekommen. Der Emoto war dann ganz sauer auf mich. Da habe ich gesagt, ja, ich hatte einen schlechten Tag, das liegt sicher an mir. Aber wir glauben nur, weil der schon jetzt seit 60 Jahren sich da quält, dass er besser ist als dieses kleine Kind. Was für ein Käse. Also das ist so, da bin ich vielleicht ein bisschen provokant. Ja, und das verkauft Danke sich dir halt gut. dafür. Ich danke dir für deine Provokation und für deine Ja. Erinnerung und für deine Reisebegleitung auf eine Reise, die keine Zeit braucht und keinen Weg kennt, sondern die uns Ja, dorthin genau, führt, das wo ist wir immer schon waren. ganz Ich könnte genau. stundenlang Ja. dir zuhören, Rasmus. Es Und sind ja wir schon werden Stunden, wir sind ja schon lange dran. einander auch ganz bestimmt wieder treffen und das Gespräch weiterführen. Ich danke dir, danke, 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 danke. Du bist ein großer Erinnerer und ein Bote für das Wasser und das ist ein riesengroßes Geschenk für uns alle. Und ich denke mir, dass jeder, der der Rasmus jetzt hören durfte und fühlen durfte und sich erinnern lassen durfte, ganz anders ab nun einen Wasserhahn aufdrehen wird oder vielleicht seinen Körper betrachtet als einen Wasserkörper oder ganz anders in Kontakt treten wird mit Morgentau, mit Regen, mit den Gewässern, anders trinken wird und sich liebt im Wasser. Danke, Ja, Rasmus. genau. Ja, wenn du es segnest, segnest du dich hier selber. Das ist ja gerade das Schöne. Du tust es ja eigentlich für dich, aber nicht fürs Ego, sondern einfach an der Freude, an diesem lebendigen Element. Und schön. Ja, ich sage Dankeschön. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.